Jeder muss sich sein Dach über dem Kopf leisten können. Wohnen ist ein Grundrecht. Du kannst nicht sagen, nö, ich wohne mal gerade nicht. Du brauchst dein Dach über dem Kopf. Und in den Städten ist es immer mehr so, dass die Menschen durch Luxussanierungen und Mieterhöhungen ihr Zuhause verlieren. Das können wir nicht zulassen. Und auch bei den Studierenden ist es inzwischen so, dass die ihre Uni nicht mehr nach der Qualität der Universität aussuchen können, sondern nach der Frage, kann ich da eigentlich überhaupt noch wohnen? Und das gilt auch für Erzieherinnen, für Polizistinnen und viele, viele andere, die in den Städten sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Und das liegt schlichtweg an denjenigen, die mit dem Boden spekulieren, die mit Mieterhöhungen Geld machen können. Und das werden wir nicht dulden. Und die Staatsregierung, was tut die? Nichts. Sie schaut einfach zu. Und deswegen gehen wir auf die Straße zu Demo ausspekuliert.